Und willkommen zu Inazuma. Wir haben gewonnen. Yay. Mit 3-0. Und Kevin musste aussetzen, weil er von beim vorigen... Samford! King! Schab, es tut mir leid. Was wir getan haben, war falsch. Aber ich bin trotzdem froh. Endlich haben wir eine Ahnung davon, wie es ist, Fußball wie ihr zu spielen. King! Du bist der beste Kapitän, den wir jemals hatten, Sharp! Dark, ich bin deinetwegen hergekommen! Ist dir nichts in den Sinn gekommen, als du das Spiel angeschaut hast, Dark? Ist dir bewusst, dass dies der Preis ist, den du jetzt für deinen unbedingten Siegeswillen zahlen musst? Hast du denn überhaupt kein Mitgefühl mit den Mitspielern? Mitgefühl? Mitgefühl ist wertlos für mich. Mitgefühl spielt im Fußball keine Rolle. Es ist ein Zeichen von Schwäche, das keinem Spieler gut zu Gesicht steht. Das war eine schmerzhafte Lektion für deinen Großvater Evans. Was? Es gibt kein Zurück für mich. Ich muss meine Pläne zu Ende bringen. Ich alleine entscheide, ob meine Entscheidungen richtig oder falsch sind. Hey! Ich kann nicht glauben, wie schwach sie waren. Solche Verlierer können wir nicht gebrauchen, nicht wahr, Trainer? Stormwall, du bist der größte Verlierer von allen. Was? Ich habe dir befohlen, mir die stärksten Spieler zu bringen. Aber diese Mannschaft besteht nur aus blutigen Anfängern. Und dazu zähle ich übrigens auch dich. Blutige Anfänger? Ich? Ganz genau. Die Alice Academy hat an einem Spieler wie dir kein Interesse. Was? Hast du gerade gedacht? Hast du gedacht, ich würde dein kleines Spielchen nicht durchschauen? Du dachtest mit meiner Hilfe und deinem Sieg über Raimon könntest du die Aufmerksamkeit von Alice auf dich lenken, was? Tja, dann, das kannst du getrost vergessen. Außerdem habe ich gehört, dass bereits jemand anderes einen Fuß in die Tür hat. So, Kevin musste ausschätzen, weil er kaputt war, wollte ich noch kurz wieder anmerken. Okay. Zwei Level-Ups für ein paar Leute. Mark! Herr Smith, was machen Sie hier? Gleich nachdem Hillmann mir Bescheid gesagt hat, bin ich hergeeilt. Aber das ist unwichtig. Jetzt hast du keinen Ausweg mehr, Dirk. Oh, Smith. Haha. Du Einfallspilzel. Mit dem Untergang geweiht. Was? Was hast du getan? Ich habe deine Frau geschwängert. Er wird doch nicht das Schiff versenken. Verflixt. Jetzt haben wir nur noch eine Möglichkeit. Lauft! Los! Puh, ich glaube, wir haben es allen geschafft. Huh? Wo ist Sharp? Was? Ah, dieses Rütteln. Frost, stimmt etwas nicht? Ich muss Sharp finden. Mark! Dark, Sie haben die Jungs nur für Ihre Zwecke benutzt. Sind Sie jetzt zufrieden? Zufrieden? Natürlich nicht. Nicht, solange ich nicht das stärkste Team aller Zeiten geschaffen habe. Sharp, willst du wissen, welche bisher meine größten Kreation ist? Was? Das wär's? Du! Sharp, wir müssen jetzt gehen. Bis zum nächsten Mal, Sharp! Und damit stoppe. Es tut mir leid, Sharp. Ich würde gerne deine Hand schütteln, aber... Ich hab nicht meine Hände gewaschen nach der Toilette. Mach dir keine Sorgen. Was willst du damit sagen, dass du deine Hände nicht mehr bewegen kannst? Sharp, dank dir sind wir jetzt wieder zu Sinn gekommen. Das freut mich. Endlich konnte ich die Welt aus deinem Blickwinkel sehen. Auch wenn es für einen Moment war. Sobald es uns wieder besser geht, sollten wir wieder Fußball spielen. Klar. Ich weiß schon, wen ich alles rekrutieren werde. Die beiden werde ich. Klar, davon gehe ich aus. Geht es dir gut, Kevin? Ja, warum machen alle so einen Wirbel um mich? So wie du aussiehst, ist es kein Wunder, dass du aufrecht stehen kannst. Kurier dich erstmal wieder gut aus, junger Mann. Mir geht's gut. Ich werde in 0, nichts wieder fit sein.
Es tut mir leid, Kevin, aber ich kann es nicht gutheißen, dass du in dieser Verfassung Fußball spielst. Sie werden sich so viele Sorgen machen. Was? Sie werden sich so viele Sorgen machen, um ordentlich zu spielen. Ich muss dich zum Wohle des Teams gehen lassen. Zum Wohle des Teams? Alles klar, ich habe verstanden. Ich bin raus. Kevin, es tut mir leid, aber Trainerin Lina hat recht. Da kann man nichts so machen, Frost. Du bist jetzt Raimunds Stürmer. Wir werden in Handumdrehen wieder in das Team zurückkehren. Ihr werdet schon sehen. Wir? Meinst du damit Axel? Genau. Bis Axel wieder zurückkommt, wollte ich das Team beschützen. Aber diese Aufgabe muss ich jetzt wohl dir überlassen. Kein Problem. Ich weiß, dass du wieder kommst, Kevin. Wir werden auf dich warten. Xavier. Er würde jegliches Opfer bringen, um das stärkste Team zu formen. Am Ende machen sie genau das gleiche wie mein Vater. Dein Vater? Darth Vader. Lina, du hättest das Match abbrechen müssen. Es ist die Pflicht eines Trainers, seine Spieler zu beschützen. Das schließt auch die gegnerischen Spieler mit ein. Für das, was den Spielern passiert ist, übernehme ich die volle Verantwortung. Aber schau, was mit Kevin geschehen ist. Kannst du mir versprechen, dass das nicht noch einmal geschieht? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Der Sieg ist das Wichtigste. Der Krieg, den wir führen, verlangt extreme Methoden. Und ich dachte, dass wir diesen Krieg führen, um Menschen zu beschützen. Sind das die Ergebnisse, die du dir erhofft hast? Was treibt dich zu solchen extremen Entscheidungen? Bitte verzeihen Sie mir. Eine Sache noch. Was gibt es denn noch? Hast du noch die mysteriöse Halskette, die der Junge von der Entführung erhalten hat? Ja. Ist es in Ordnung, wenn ich sie mitnehme? Ich würde sie gerne genauer untersuchen lassen. Stimmt etwas nicht? Sie werden sie untersuchen lassen? Ja, oder gibt es einen Grund, warum andere Leute sie nicht sehen sollten? Kein Problem, hier nehmen Sie es. Dann gehe ich jetzt mal. Lina, ob du wohl mehr weißt, als du zugibst? Ja, sie weiß mehr, ich weiß es. Es ist unerheblich, wie es jetzt, wo er sie hinbringt. Es gibt keine Möglichkeit, dass er etwas herausfindet. Er wird nichts über den Stein in Erfahrung bringen können. Falsche Schlange. What the fuck, sind jetzt beim Präsidenten wieder? Anscheinend schon. Ich verstehe, es gibt also eine Verbindung zwischen Ray Duck und der Alias Academy? Jawohl, wir haben soeben eine Nachricht von Herr Smith erhalten. Anscheinend hat er auch ein gigantisches U-Boot. Wie mächtig die Alias Academy wohl ist? Premierminister, der Bericht, den Sie angefordert haben, wurde soeben in Ihr Büro geliefert. Dankeschön, Stevens. Stevens? Welcher Bericht? Es gab etwas, was mich beunruhigt hat. Es war ein tragischer Vorfall. Vor ein paar Jahren starb ein kleiner Junge, während er in Übersee Fußball spielte. Es gab ein Gerücht, dass der Junge umgebracht wurde, weil er sich in Ärger versteckt hatte. Aber seltsamerweise wurde niemand eines Verbrechens angeklagt, geschweige denn verhaftet. Der Nachname des Jungen war Schiller. Möglicherweise ist er mit einem anderen Schiller verwandt. Sie meinen nicht etwa Aston Schiller, den Direktor des Großkonzerns? Genau den meine ich. Ich erinnere mich, dass er in internationalen Problemen verwickelt war, als der Junge starb. Seitdem meidet er öffentliche Auftritte. Ich bin mir sicher, dass zwischen diesen beiden Vorfällen einen Zusammenhang gibt. Kann es etwa sein, dass... Wieso sagen Sie nicht die japanischen Namen? Ganz ehrlich, man kommt richtig durcheinander. Meister, Ray Duck und seine Royal Academy Redux wurden besiegt. Aber seien Sie unbesorgt. Die nächste Phase wurde bereits eingeleitet. Ah, endlich. Dann wird es Zeit für den eigentlichen Plan. Eine Frage noch, Wiles. Jawohl. Findest du das Weltall nicht auch unglaublich faszinierend? Jawohl. Denn schließlich wissen wir nur so wenig darüber, nicht wahr? Auf geht's nach Osaka ins Namibaland.
wo wir das Hauptquartier von Alias vermuten. Wer hätte gedacht, dass es dort sein könnte? Erfahre mehr in Das Geheimnis in Naniva-Land. Zeit für Training! Sicher sein, dass was mit Ray Dark nach der Explosion passiert ist. Wir haben gesehen, wie das U-Boot der Royal Academy Redux komplett zerstört wurde und gesunken ist. Der Fall ist abgeschlossen. Ja schon, es ist allerdings immer noch nicht geklärt. Wer es ermöglicht hat, die Kraft von Alias zu nutzen? Denk an die Worte des Premierministers. Er hat gesagt, dass sich hinter Alias eine große, bösartige Macht verberge. Gregory? Seymour, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, dass ich einfach nicht los werde. Dark hat meinen Freund David Evans alles genommen, seine Träume und schließlich auch sein Leben. Das werde ich ihm nie verzeihen. Niemand sonst liebt Fußball so sehr wie David. Er hat sich wie kein anderer für Fußball aufgeopfert. Ich habe geschworen, seinen Tod zu rächen. Aber dass es einmal so enden würde, das hätte David nicht gewollt. Gregory! Smartphone! Oh, mein Handy. Hallo? Hallo, spreche ich mit Trainer Hillmann? Hier spricht Sharon Evans, Marks Mutter. Oh, hallo, Frau Evans. Was kann ich für Sie tun? Die Sache ist die, ich habe gerade einen Anruf vom Reaktor der Schule in Fukuoka erhalten. Er hat gesagt, dass er etwas gefunden habe, was ihm von meinem Vater David Evans hinterlassen wurde. David hat ihm etwas hinterlassen? Ja, das hat er gesagt. Er war sich sicher, dass ich die Sache Mark dabei helfen könne. Alias zu besiegen. Er wollte sich persönlich mit ihnen darüber unterhalten. Alles klar, ich verstehe. Nun, das ist auch schon alles, was ich sagen kann. Ich muss jetzt auflegen. Geben Sie auf sich acht. Ja, auf Wiederhören. Vielen Dank, Frau Evans. Auf Wiederhören. Ja. Etwas, das David hinterlassen hat? Faszinierend. Sehe ich auch so. Ich begebe mich direkt zur Fukuoka und lasse dich wissen, was ich dort herausfinde. Ach, ich kenne da übrigens jemanden, der die gleiche Leidenschaft für Fußball an den Tag legt wie David. Ach, wirklich? Natürlich Mark. Er hat zweifellos die Liebe zu Fußball von seinem Großvater geerbt. Hitler. Ja, du hast recht, alles klar. Dann bleibt es mir überlassen, Mark und das Team zu helfen, so gut ich kann. Ich rede noch einmal mit dem Premierminister und sehe, was ich tun kann. Ich habe da so ein Gefühl, als ob er mehr über die Sache wüsste, als er zugibt. Übertreib es nur nicht, mein alter Freund. Du bist nicht mehr der Jüngste? Ha, das musst du gerade sagen, Seymour. Nun denn, wir sehen uns. Bis bald. Bis bald. Kapitel 6. Das Geheimnis in Naniva-Land. Ach, diese Sache. Mark, Kevin hat mich gerade angerufen. Er holt sich zusammen mit Steve Grimm und den anderen im Krankenhaus. Alles klar, dann lass uns hoffen, dass sie alle schnell wieder auf die Beine kommen. Genau, es wäre doch auch schön, wenn wir sie einmal im Krankenhaus besuchen können. Wie viele von unseren Freunden sind jetzt schon im Krankenhaus gelandet? Hoffentlich wird nach Kevin keiner mehr verletzt. Wir können uns nicht noch mehr Ausfälle leisten. Trainerin Lina wendet manchmal noch seltsame Taktiken ein, oder? Wir sollten uns vorsehen, sonst hätten wir dank ihr noch alle so wie Kevin. Gott, wie kannst du so etwas nur sagen? Hat es auch gesagt, hallo? Das kann sie schon machen. Hört mal alle her. Der Geschäftsführer ist am Apparat. Mein Vater? Das kann nur noch wollen. Was? Sie haben das Geheimversteck von Alias ausfindig machen können? Ja, das glauben wir zumindest. Wir können uns aber noch nicht zu 100% sicher sein. Das Ermittlungsteam der Royal... Ah, jetzt weiß ich. Der Raimund-Gruppe hat anhand der Orte, an denen Alias aufgetaucht ist, eine gewisse Muster erkennt. Anscheinend werden sie am häufigsten in der Stadt Osaka gesichtet. Und wir sehen uns im nächsten Part.